Die Straße zum Holzplatz in Neukloster, gebaut in den 60er Jahren. Die Fahrbahn muss erneuert werden, genauso wie die Wasser- und Abwasserleitungen darunter. Ein Teil der Straße ist schon fertig, gebaut 2017, wird gerade abgerechnet. Der andere soll eigentlich in diesem Jahr saniert werden. Das Ganze ist geplant mit ca. 290.000 Euro. Und davon wäre ein Anteil von ca. 140.000 in die Umlage zu geben. Fast die Hälfte der Kosten sollte also von den Hausbesitzern übernommen werden. Dann gaben die beiden Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU bekannt, dass Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden. In Neukloster wurde daraufhin die Planung der Straße erstmal gestoppt. Dann haben wir aber für uns entschlossen, es planungsseitig so weit voranzutreiben, dass wir in 2019 noch bauen können. Und ich hoffe natürlich, dass das Land dafür Sorge trägt, dass kommunale Straßenbaumaßnahmen in 2019 nicht in Stocken geraten, sondern so wie geplant ausgeführt werden können. Er wünscht sich, dass die neuen gesetzlichen Grundlagen für dieses und vergangenes Jahr schnell geschaffen werden. Doch die Koalitionsfraktionen dämpfen zu große Hoffnungen. Wenn wir die Regelung vom Land so umsetzen, wie wir sie jetzt geplant haben, und wir arbeiten da unter Hochdruck dran, aber das ist eine hochkomplexe Materie, sehen ja jetzt gerade an Ihren Einzelbeispielen, wie schwierig das ist. Und da kommen wir ganz schnell ins kurze Gras. Deshalb wollen wir es vernünftig machen. Aber er hat zukünftig völlige Planungssicherheit. Und ich glaube, das zeichnet diese Regelung auch aus. Die beiden Fraktionsvorsitzenden gehen derzeit davon aus, dass frühestens Mitte dieses Jahres ein Gesetz fertig sein kann. Für Bürgermeister Frank Meyer in Neukloster ist das eigentlich zu spät. So wird die Straße zum Holzplatz in diesem Jahr nicht mehr fertig. Und er steht noch vor einem ganz anderen Problem. Jetzt muss ich den Leuten erklären, der eine muss eventuell bezahlen, der andere nicht. Also Rechtsstreit ist hier in Größenordnung vorprogrammiert und völliges Unverständnis. Es geht um bis zu 5.000 Euro pro Hausbesitzer. Sie werden nie eine hundertprozentige Gerechtigkeit hergestellt bekommen. Es gilt eine Stichtagsregelung und wir stellen jetzt die Finanzierung um. Und in der Tat ist es so, dass der erste Spatenstich gilt. In aller Regel wird aber auch nicht eine Seite von der Straße gemacht, sondern es wird die ganze Straße gemacht. In Neukloster plant der Bürgermeister nun erstmal eine Versammlung für die betroffenen Hausbesitzer. Ja, da kann man nur hoffen, dass in Neukloster nicht bald der Straßenfrieden schief hängt. Ich begrüße Andreas Wellmann vom Städt- und Gemeindetag hier bei uns. Vielen Dank, dass Sie heute schon zu uns gekommen sind. Ja, ist das in Neukloster ein Einzelfall oder würde es solche Fälle eben jetzt häufiger geben? Nein, das ist gerade kein Einzelfall, weil Herr Meyer hat es auch ausgeführt. Wir waren alle sehr überrascht, als im Ende letzten Jahres wirklich die Entscheidung kam, dass man diesem Bürger- oder Volksbegehren nachgeben will. Und es haben natürlich alle Städte und Gemeinden Maßnahmen geplant. Die sind im Haushalt drin, die sind also für dieses Jahr geplant, im letzten Jahr gelaufen. Und darum war uns auch richtig wichtig, dass wir jetzt eine Spitzabrechnung bekommen, dass quasi das Land das übernimmt, was die Anlieger jetzt gezahlt hätten normalerweise bis 2019. Und das schafft dann Planungssicherheit, wenn wir dann auch die gesetzliche Regelung haben. Mhm. Sie waren ja, wie Sie sagen, lange Zeit gegen diese Aufhebung der Straßenausbaubeträge. Was halten Sie denn jetzt grundsätzlich von der gefundenen Stichtagsregelung? Also es ändert nichts daran, dass wir da immer noch das für rechtspolitisch falsch halten, diese Einnahmequelle wegfallen zu lassen für die kommunale Ebene. Die Lösung, die man jetzt gefunden hat, schafft auf jeden Fall Planungssicherheit für diejenigen, die Baumaßnahmen durchführen. Aber man sollte sich nicht der Hoffnung hingeben, dass da wirklich alle Ungerechtigkeit mit aufgelöst ist. Das heißt, es wird nach 2020 auch noch Bescheide geben. Und es gibt viele davor, die bezahlt haben in ein bewährtes System und sich darum natürlich jetzt wundern, warum das auf einmal aufgegeben wird. Mhm. Es soll zudem auch die Grunderwerbsteuer von 5% auf 6% steigen, sozusagen, um diese Beiträge zu kompensieren. Wird das Ihrer Meinung nach ausreichen, um eben sicherzustellen, dass die Städte und Gemeinden nicht doch dann irgendwann auf den Kosten sitzen bleiben? Also für uns ist maßgeblich, dass da drin steht, 30 Millionen werden zur Verfügung gestellt. Und das ist erstmal unabhängig von der Quelle, aus der es dann stammt. Also das ist für uns die Aussage, ob die in Zukunft angesichts der Baukostensteigerung reichen und der Baumaßnahmen, die dann erforderlich sind, müssen wir dann sehen. Wie die Quelle jetzt oder wo die Mittel jetzt herstellen, ob das die richtige Quelle ist, ob das sozial gerecht ist, ist nicht unsere Aufgabe als kommunaler Spitzenverband, sondern das muss die Politik für sich in eigener Verantwortung prüfen. Haben Sie Befürchtungen, dass das möglicherweise nicht ganz so fair auch für die eine oder andere Gemeinde ausgehen könnte?
Das werden wir dann sehen, wenn die Einzelfälle alle vorliegen. Also was ist ja, was Herr Kokert auch angeführt hat, das ist eine sehr komplexe Materie. Da ziehen sich Maßnahmen sehr lange hin. Es gibt Bodenordnungsverfahren und Ähnliches. Da kommen Bescheide erst 10 Jahre nach der Maßnahme. Also das werden wir nachher sehen, wenn die ganzen Einzelfälle wirklich auf dem Tisch liegen. Und Sie bleiben natürlich bei dem Prozess mit dabei. Vielen, vielen Dank, Andreas Wellmann vom Städte- und Gemeindetag. Dankeschön. Gern geschehen.